Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rubin in Baumhausen City. Ich mache mal eine ganz kurze Korrektur in meinem Team. Ich hatte Zaki ja provisorisch reingestopft, weil im letzten Part Takeshi von uns gegangen war. Ich werde mir auch nochmal Gedanken machen, wer als nächstes ins Team kommt. Tina leider nicht mehr. Tilo. Leider auch nicht mehr so. Hundertprozentig. Darum kommst du jetzt hier in die neu gekürte Naja-Zone. Genauso wie Felix. Zaki, du hast ja trotz allem irgendwie einen Stammplatz im Geiste. Deswegen bleibst du weiter oben. Und Formio kommt hier so in die Schwebe. Du kriegst sowieso auch noch einen Spitznamen, mein Schätzchen. Sobald ich die VM-Fliegen außerhalb des Kampfes einsetzen kann, werde ich mich um dich kümmern. Und bei Bianca und Olli. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie meine Freunde im realen Leben über diese Namensgebung, was sie darüber denken. Heute ist nämlich Dienstag und der Part, in dem ich diese beiden Pokémon gefangen habe und die Spitznamen verteilt habe, erscheint erst diesen Donnerstag, allerspätestens Freitag. Daher lebe ich ja auch noch, daher haben sie mir noch nicht den Kopf abgerissen. Beziehungsweise auch nicht gesagt, hier, nimm mich doch ins Team auf. Ja. Ansonsten muss ich noch sagen, hinter Baumhausen City ist bereits Route 120. Da gibt es ein Pokémon, das ich sehr gerne habe und auch gerne fangen würde. Allerdings, ist es halt eine Nuzlocke-Challenge. Es kommt darauf an, wie der Zufall es so will. Ich möchte es aber trotzdem mal versucht haben, es zu fangen. Und dementsprechend wird sich das neue Teammitglied auch entscheiden. Vor allem haben wir auch noch ein Knackleon in der Box. Das wäre auch noch ein Favorit von mir. Mal schauen. Ja, ich bin an dir vorbeigelaufen, ne? Die Stadt besteht aus Häusern, die auf Bäumen gebaut sind. Aufgrund dieser Lebensweise ist jeder hier gesund und munter. Und auch ich fühle mich, als sei ich 30 Jahre jünger geworden. Ich bin übrigens 180. Oh, schön. Manche Pokémon entwickeln sich, wenn sie durch ein Verbindungskabel laufen. Ah, ja, so war das damals. Ach ja, ich vermisse die Zeit sogar. Pokémon und Menschen sind auf die Natur angewiesen, um zu überleben. Es gibt überhaupt keinen Grund, die Natur nach unserem Willen zu formen. Ja, das ist schon wahr. Also, ganz im Ernst, wegen Waldrodung und Staudämmbau. Was soll's. Die Baumhäuser von Baumhausen City sind fantastisch. Ich glaube, es ist der beste Platz, um mit seinem Pokémon zusammenzuleben. Na dann mal viel Spaß. So. Auf Bäumen zu leben ist klasse, aber manchmal kommen Käfer-Pokémon durch die Fenster herein. Da kann man sich ganz schön erschrecken. Das glaube ich. Aber ich würde mich, glaube ich, noch mehr erschrecken, wenn ich da total verschlafen rauskommen würde auf dem Weg zur Arbeit und hier runterkrachen. Ach nee, muss ich nicht haben. Naja, da ist die Arena, gut zu wissen. Aber ich finde es sehr atmosphärisch hier mit den Baumhäusern. Sehr schön inszeniert, finde ich. Willkommen, kann ich dir helfen? Also, du hast Tische. Ah ja, für die Geheimbasis. Hm, ich erinnere mich. Da war ja was. Hab mich auch noch nicht so ganz drum gekümmert. Und du hast die passenden Stühle. Gut, gut zu wissen. Hole ich vielleicht irgendwann auch nochmal nach. Genauso wie die Pokémon-Wettbewerbe. Da könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben, ob ich Paula oder ein anderes Pokémon weiterhin in den Wettbewerben auftreten lasse oder ob ich es sein lassen soll. Das könnt ihr gerne mitentscheiden. Der Boden nimmt das Regenwasser auf, die Bäume trinken es und wachsen. Unser Baumhausen City existiert, weil es genügend Wasser und Boden gibt. Ja, das habe ich zumindest so in Erdkunde gelernt. Schön. Ich wollte zur Pokémon-Arena, aber irgendetwas blockiert den Weg. Und das, nachdem ich auf Route 120 so fleißig trainiert habe. Was? Da ist eine Blockade? Was? Hä? Oh. Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Hm, verdammt. Hm, was machen wir denn da? Ich würde sagen, wir laufen zu Route 120. Ich wollte mich schon so ins Gras stürzen.
Warum du diesen Schirm trägst, ist mir egal. Das verrate ich dir aber trotzdem, wenn du mich besiegen kannst. Aber es ist mir doch egal. Ach, verdammt. Gerda, meine Süße, mit einem Goldini. Ja, wunderbar, schön, wunderbärchen. Kein Power, bitte. Setz Furienschlag ein. Naja, wenn es sein muss. Oh, Volltreffer. Naja. Okay, trotzdem dreimal getroffen. Das schaffst du noch einmal. Jawohl. Schöne Erfahrungspunkte. Oh, Walmeer. Ja, dann müsste ich mal tauschen. Das kann nämlich auch rollen. Also Walzer einsetzen. Da würde ich doch gerne Karl mal in die Schlacht ziehen lassen. Ne, mein Freund? Mal Megasauger. Immerhin ist Walmeer ein Wasser-Pokémon. Oh, ich habe gedacht, das würde noch mehr abziehen. Na, ich rate mal, das hat höhere Spezialverteidigungswerte. Passiert, ne? Oh, muss der da draußen seine Anlage wieder testen? Oh, Cabrio-Fahrer. Bing, Level up! Und Schirmdame Gerda ist besiegt. Ein Schirm kann nicht vor den Attacken der Pokémon schützen. Ja, deswegen hast du den auch. Hm, genau, genau. So, ab ins Gras und wieder ein unsichtbares Dings. Aber ich will zum Item. Na egal. Gut, dann kümmere ich mich jetzt um ein neues Pokémon im Team. Jawohl! Glück gehabt und es ist sogar ein Weibchen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das wollte ich, ganz im Ernst. Darauf habe ich so gehofft, endlich einen Absol zu fangen. Ich liebe Absol. Ich weiß nicht, es sieht cool aus. Ich muss es haben. Jetzt muss ich mir noch einen Spitznamen für dich überlegen, ne? Das wäre sinnig. Das wäre angebracht, würde ich mal sagen. Erstmal kriegst du Stachelsporen drauf. Ja, so Unlichtattacken bringen momentan nichts, weil Karl ein Kampf-Pokémon ist. Das habe ich auch bedacht. Der Klingensturm macht eher zu schaffen. Ja, ein Name. Ich meine, gut. Mit niemandem, mit niemandem, mit niemandem. Erstmal ein Hyperball. Den haben wir ja gerade so viele gefangen. Gekauft. Ja, gefangen. Ja, ich habe einen Hyperball gefangen. Blödsinn. Jetzt darf der Egelsamen nur nicht zu viel absaugen, sonst werde ich wütend. Das wollt ihr nicht. Oh mein Gott, es hat sogar Level 27. Ich meine, das passt doch perfekt ins Team. Da muss ich mir nicht mal irgendwelche Sorgen wegen Sondertraining oder sonst was machen. Ha, wunderbar! Absolut gefangen. Ein weiterer Eintrag im Pokédex. Es ist ein Desaster-Pokémon. Jedes Mal, wenn Absol sich den Menschen zeigt, endet dies in einer Katastrophe, wie Erdbeben oder Sturmflut. Deswegen ist es auch als Katastrophen-Pokémon bekannt. Ja, das ist aber ein bisschen doof formuliert, denn eigentlich möchte Absol die Menschen ja nur warnen. Und danach kommen ja halt die Katastrophen. Das ist halt ein kleines bisschen, ja, wie durch eine Bildzeichnung gelesen, aber egal. Ja, um ehrlich zu sein, ich bin ja selber so ein Katastrophen-Dings. Also bei mir tauchen ja auch öfters mal Katastrophen auf, wenn ich im Hause bin. Deswegen war ich auch kurz am Überlegen, ob ich das wirklich nach mir selber nennen sollte. Aber ich mache das einfach anders. Ich gebe dir den Spitznamen Taria. Das ist in einigen virtuellen Kreisen auch mal mein Spitzname gewesen. Daher schließt sich der Kreis wieder. Da oben ist ein Zerschneiderbusch. Wunderbar. Hm, Taria, wie geht's dir denn? Ach, du bist sehr scheu. Oh, das ist ja süß. Du kannst bis Klingelsturm und Schwertanz. Kannst auch sofort sortiert haben. Das ist alles stark, schön und cool. Ja.
wie du auch bist, ne, meine Süße? Ach, schön, ich habe ein Absol, ich freue mich. Du bist klug. Ja. Also du würdest dich auch sehr gut für weitere Wettbewerbe machen, sogar viel besser als Paula, die ja nur noch 2 Attacken in Klasse Anmut hat. Und das wird sich jetzt auch regeln, weil ich dir eigentlich noch die VM Surfen geben wollte, ne? Warte mal. Du bist die Einzige momentan, die Fliegen beherrschen könnte, das weiß ich. Du bist aber auch die Einzige, die Surfen beherrschen kann. Das ist natürlich doof. Und dann sind ja noch weitere Wasser-VMs hier im Gange. Na, erstmal muss jemand Zerschneider lernen. Das konnte jetzt Takeshi leider. Und hat diese Fähigkeit mit ins Grab genommen. Das fand ich auch nicht so nett. Du kannst Blitz. Ich muss den VM-Verlerner wirklich mal finden. Ich glaube, der ist in Segrasulp oder so. Deswegen ist es wahrscheinlich sinniger, wenn Taria sich ein bisschen nützlich macht. Erhöht Angriffswerte drastisch. Bin ich dafür, dass du das vergisst. Ist zwar auch sehr nützlich, aber... Naja. Ich mag Taria. Ich mag Absol. Ah, ich freue mich. Ich mache gleich einen Shampoo auf. Ich habe momentan wirklich Glück, muss man sagen. Ein Sonderbonbon. Und es nimmt kein Ende. Ah, schön. Also die Alternative gewesen wäre jetzt weitergelaufen. Und da wäre ein gescriptetes Kekleon gewesen. Und ich habe keinen Bock aufs Kekleon. Also, sorry. Nee, mag ich nicht. Mäh. Ja, du musst eigentlich noch geheilt werden, fällt mir gerade ein. Vom Status Paralyse. Ich kann da jetzt schlecht sehen, ob du dich mit Pokerus schon angesteckt hast. Ich mache erstmal diesen Doppelkampf mit diesem Interviewer-Duo. Dann... Obwohl, nö. Das mache ich im nächsten Mal. Huch! Mein Pokémon ist stark. Wie sieht es mit deinem aus? Ja gut, okay. Von einem ins nächste. Aber das geht schnell. Mein Fablu. Das kriegen wir noch schnell hin. Würde ich mal sagen. Selbst mit Chibi. Jawohl. Wie konnte ich auch nur an dir zweifeln, ne, mein Kleiner? Na, jetzt ist es natürlich geschlafen. Wortfindungsschwierigkeit. Es ist eingeschlafen. Egal. Und Wablu setzt jetzt erst Weißnebel ein. Mhm. Es hätte eventuell ja nur die Paralyse aufhalten können im Vorfeld. Na, egal. Es ist paralysiert. Es kann nichts tun. Verdammt. Jawohl. So, das ist auch geklärt. Und Fridjof ist auch weg. Besiegt. Komischer Name übrigens. Deine Pokémon sind stärker als meine. Ja. Ich freue mich. Gut, jetzt gehen wir mal hier zu diesem Skript weiter. Ich finde das auch sehr schön, dass mein Schatten da unten im Wasser zu sehen ist. Hallöchen. Hm? Jessica, hi. Es ist lange her. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also, wenn ich dieses Gerät bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde... Nein, warte. Statt es zu beschreiben, zeige ich es dir lieber. Das macht mehr Spaß. Jessica, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Ja, immer. Jessica, ich zeige dir deine zeige mir deine wahre Stärke als Trainer. Ein Devonscope, oh je. Ein unsichtbares Pokémon wird sichtbar. Das erschreckte Pokémon greift an. Aha. Aha. Ein Kekleon. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Also, es ist geskriptet, dass man hier gegen das Kekleon kämpft. Und ich mag es nicht. Deswegen wollte ich es auch gerne vermeiden, indem ich vorher schon ein Pokémon auf dieser Route fange.
Und mein süßes Absol fange. Kecleon sind an sich ja auch nicht mal so schlecht. Ich meine, man sieht bestimmt gleich den Farbwechsel, also die Fähigkeit von dem Vieh. Setzt Finte ein. Also es ist eigentlich ein Normal-Pokémon, würde ich es jetzt mit Pflanzenattacken angreifen, würde es selber zu einem Pflanzen-Pokémon werden. Dementsprechend könnte ich es natürlich viel schneller besiegen, indem ich eine Feuerattacke einsetze. Und so weiter. Und so weiter. Damit kann man viel rumspielen. Man kann ihm aber dementsprechend auch sehr schnell ein Ende bereiten. Ich weiß nicht. Auch vom Design her finde ich das nicht so ansprechend. Nicht so wie ein Absol. Ach ja. Gut. Damit ist das vorbei. Ich habe es jetzt nicht gefangen. Chibi ist auf 32. Wunderbar. Und der Schatten im Wasser ist jetzt auch weg. Bemerkenswert. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Deine Pokémon sind offensichtlich sehr gewachsen, seitdem wir uns das erste Mal in Fausterhafen getroffen haben. Ich möchte dir dieses Stefanscope geben. Wer weiß, es gibt bestimmt noch andere verborgene Pokémon. Jawohl, dankeschön. Jessica, ich liebe es, Trainer und Pokémon zu sehen, die fest zusammenhalten. Ich finde, du machst das großartig. Nun, mach's gut, wir sehen uns. Cooler Abgang. Gut, ich würde sagen, ich bewege mich wieder Richtung Pokémon Center. Ich möchte Taria immerhin auch geheilt sehen. Und, ja, beziehungsweise, ich kann hier ja pausieren. Hier ist ja noch ein weiteres unsichtbares Ding. Dann kann ich im nächsten Part auch das Devonscope mal zum Einsatz bringen. Und an euch sei wieder gesagt, kommentieren, abonnieren, Däumchen nach oben geben und bis bald. Tschüss.